Mit modernen Navigationssystemen kommen wir heute problemlos überall hin und können uns rasch an fremden Orten orientieren. Bei der Berufsorientierung sieht das oft anders aus. Ja, es ist leider so, dass Jugendliche ihre eigenen Stärken, Fähigkeiten noch zu wenig kennen. Sie wissen nicht, welche Berufe es gibt, welche Möglichkeiten sich dadurch ergeben. Und daher ist es so wichtig, dass eben Lehrkräfte und Eltern mithelfen, den Jugendlichen zu sagen, welche Möglichkeiten sie haben und vor allem, dass sie selber darauf kommen, wo ihre Stärken, Fähigkeiten sind und so sich ein für sie richtiger Beruf finden lässt. Über 100.000 Jobtitel machen die Berufswahl nicht unbedingt leichter. Mit welchen Qualifikationen und Fähigkeiten sind die Jugendlichen von heute, aber überhaupt für die Berufswelt gerüstet? Ich glaube, dass zwei Dinge entscheidend sein werden. Das eine ist, Begeisterung zu entwickeln für das, was man gerne macht. Sich also von der Bildung her auch auf dem Pfad führen zu lassen, Freude an einer Tätigkeit zu finden und die dann auch besonders gut auszuüben. Und zweitens, für Veränderbarkeit offen zu sein, denn die Zukunft wird sich schneller wandeln und in häufigeren Rhythmen auch wandeln eigentlich als die Vergangenheit. Und daher ist es illusorisch zu glauben, dass man den Beruf, den man heute anstrebt und mit dem man heute beginnt, auch in der Zukunft noch ausüben werden wird. Ich glaube, dass es eher so sein wird, dass man in 10-Jahres-Rhythmen denken muss. Bereits zum dritten Mal konnten sich Pädagogen beim Berufsorientierungskongress der Wirtschaftskammer Oberösterreich über Möglichkeiten, Jugendlichen eine Orientierungshilfe zu sein, informieren und austauschen. Das Land Oberösterreich etwa bietet Potenzialanalysen an, gemeinsam mit der Wirtschaftskammer, wo junge Menschen psychologisch getestet werden und diese Ergebnisse dann gemeinsam mit den Eltern besprochen und beraten werden und so in etwa Ausbildungs- und auch Berufswege aufgezeigt werden können. Gerade weil die Berufswahl nicht immer leicht ist, sollten sich Jugendliche ausreichend mit dem Thema befassen und angebotene Services in Anspruch nehmen.